Moin, moin, Chinesen, und willkommen zurück zu Let's Play Castaway Paradise. You better work. Work pack. Unlock the pack by playing the game each day. Ah, yeah. Glamrock! Glamrock will ich haben. Wo ist das? Jeste, Echo, Japanese, Parat. Gut, keiner weiß es so genau. Mein schönes Haus. Dass ich jetzt verlassen werde. Und dann, wie gesehen, habe ich eine Quest gefinisht. Die Quest für diese kleine Schweinchen. So viel Zeit muss sein. Aber wo ist das kleine Schweinchen? Bananen, Bananen. Ich liebe Bananen. Hier bist du. Dann erzähl mal, Angus. Schnell, bevor es zu spät ist. Riechst du diese ganzen Pflanzen hier in der Insel? Nimm dir eine Schaufel und fang an zu graben. Möchte, dass ich Blumen ausgrabbe. Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich das gern mache. Ich mache es natürlich. Weil es so schön aussieht. Und vor allem auch, weil ich weiß, dass es in Zukunft genug Quests geben wird, in denen ich wieder Blumen pflanzen kann. Von daher, das ist in diesem Spiel ein ewiger Kreislauf. Und das auch einmal zu machen. Ja, wie gesagt, von daher ist das nicht so wild. So, ich habe es getan. Das Letzte, was wir wollen, sind mehr Blumen auf dieser Insel. Hier ist deine Belohnung, Held. Danke. 300 Gems. Ziemlich low. Hab ich Level Up? Ich muss noch Level Up haben. Boah. Na gut, aber jetzt gleich will ich ein Level Up haben. Guten Tag. So, eine Quest hatte ich eigentlich mit ihr gehabt. Bla 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 bla. Ach so, Chili Peppers, okay. Red Hot Chili Peppers. Level up. Ich habe eine Axt bekommen und Artischocken sammeln. Dankeschön. Dankeschön. Habe ich was zum Verkaufen? Mal schnell gucken. Ah, nicht wirklich viel. Und habe ich schon neue Puzzleteile? Wäre auch mal interessant zu erfahren. Tatsächlich eins. Es fehlen mir noch drei. Ich denke mal, die werden wir auch noch zusammenkriegen. Ja, ich muss sagen, das Spiel ist meiner Meinung nach langfristig nicht wirklich interessant. Das ist eher so ein Game, wie die Dinger, die ihr halt auf Facebook habt oder irgendwelche Browser-Games, wo ihr halt täglich reinschaut. Man guckt da halt rein, macht so seine Sachen und dann war es das irgendwie im Endeffekt auch, ne? Also. The perfect place to sleep. Ja, gerne noch. Und na, was ich damit einfach meine, ist, dass ich jetzt schon so merke, obwohl ich das noch nicht wirklich lange habe, dass ich es doch ein bisschen öde finde. Also du läufst eigentlich rum, machst ein paar Quests für die. Okay, er liebt Bäume. Erzählt mir was über Bonsai-Pflanzen. Und ich soll den bei dem guten Samir abholen. Und dann machen wir das doch. Ja, was ich damit sagen will, ist, dass ich nicht weiß, wie lange ich das jetzt hier noch let's playen werde. Ja, dankeschön. Immer diese Botendienste, ey. Haben doch einen Arsch offen. So, nochmal das Schweinchen. Da ist auch noch was zum Aktivieren. Und da hinten auch noch. Ist ja traumhaft. Ist ja traumhaft. Also ich denke, es ist schon ganz lustig, wenn man halt Bock darauf hat, diese ganzen Sachen freizuschalten. Zum Beispiel alle Insekten zu fangen oder so ein Krams.
Warte, du hast auch eine neue Quest. Schnacken wir doch mal mit dir. Hello. Möchte ein Spiel spielen. Genannt Zerstören. Cobweb. Aber er hat mir das Tool zum Cobweb-Zerstören nicht gegeben. Das heißt, ich muss es mir tatsächlich kaufen, ne? Na, das werden wir ja sehen, ne? Vielleicht muss man das sich auch tatsächlich kaufen. Ich weiß das echt nicht. Also kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie ich es damals, vor einigen Tagen, bekommen habe. Hallo Zucker. Sie partiet jede Nacht. Hast du was davon gehört? Jede Nacht? Du hast ein Recht, skeptisch zu sein. Nicht mal ich kann jede Nacht feiern. Da würde ich keine Arbeit fertig bekommen. Das Bürgermeistergeschäft ist harte Arbeit. Die meisten Nächte bin ich einfach nur am Arbeiten in meinem Büro. Nun, zumindest war ich das, bis meine Lampe kaputt gegangen ist. Vor einigen Nächten. Kann diese Ja-Bla-Bla nicht lesen in der Darkness, ja. Get it for me. Schon wieder zu diesem Samer. Also vielleicht merkt ihr, dass es mich an einigen Stellen auch ein bisschen nervt. Ich meine, ich finde es so total süß und irgendwie. Es ist schon witzig, das will ich gar nicht sagen, vor allem weil es mich auch halt total an Animal Crossing erinnert. Aber ich würde sagen, dass da noch Ausbaubedarf besteht. Achso, ach, verdammt, jetzt wollte ich mir diesen Dingens kaufen. Diesen Staubwedel. Also ich wollte es nicht, aber. Es muss getan werden. Hatte den gerade nicht im Angebot? Ah, ich kann doch bestimmt doch über einen Katalog kaufen, oder nicht? Gerade mal gucken. Da ist ja das da, 1250, ja. Ausnahmsweise werde ich dieses Geld mal ausgeben. Das ist ganz gut, weil dann kann ich nämlich mein Haus endlich mal ein bisschen entspinnennetzen. Es gibt aber trotzdem noch zwei Dinge, die ich gerne noch in diesem Let's Play erreichen würde, nämlich einmal mein Haus halt auszubauen. Davon sind wir nicht weit entfernt, nur noch ein paar tausend Juwelen. Und die Brücke zu reparieren zur nächsten Insel, nämlich zu der, wo sich das Museum befindet. Und einige andere Sachen wohlgemerkt. Das sind zwei Dinge, die ich gerne noch schaffen würde. Mach es doch einfach. Boah. Die ich gerne noch schaffen würde, bevor, ne? Bevor, ne? Ich habe gerade überlegt, es gibt im Katalog doch bestimmt auch sowas wie. Frage mich jetzt nicht, wo ich das finde. Ah, genau hier, Tapeten und Boden und sowas. Überlege, ob ich da vielleicht mal was Neues holen soll. Ein bisschen preiswerter sein, die Dinger. Nee, vor allem einen neuen Boden hätte ich ganz gerne. Aber die sehen ja alle nicht so prickelnd aus. Ah, wisst ihr was? Lassen wir jetzt erstmal. Vor allem warte ich vielleicht darauf, dass ein paar coolere freigeschaltet werden. Beziehungsweise bla 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 bla, little cobwebs bloop. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Tün-tün. Ne, genau, vielleicht schaue ich mir das auch an, falls ich mich halt wirklich für ein Styling entschieden habe, dass mein Haus tatsächlich haben soll. Ich habe ja jetzt wirklich nur so random irgendwelche Sachen gekauft für die eine Quest. Okay. Das ist also kein Bonsai.
Ach, ich muss es auch noch zurückgeben. Wie sicher. Kann ich das eigentlich irgendwie... Ich frage mich, ob ich den verkaufen könnte. Nee, kann ich nicht. Genauso wenig wie ihre Scheißlampe. Toll, ich wollte die Quest brechen. So bin ich halt. So. Deine Aufgabe haben wir auch erfüllt. Danke, Sweetie. Bla bla. Bla bla. Ich bin am Partien. Die geben mir auch gar keine Puzzleteile mehr, ne? Diese Geizhälse. Ich würde ja welche kaufen, aber ich brauche mein Geld für den Ausbau meines Hauses. Oder ich gehe einfach ein bisschen angeln und Insekten fangen, da kann man auch ein bisschen Cash-Mash mitmachen. Okay, da muss das Ding neu bestellen, aber es ist auf dem Weg. Muss ich noch diesen Elch finden? Wo ist der? Na, wo ist er? Ach, da oben. Ja gut. Da kann er natürlich auch gerne sein. Jetzt lauf nicht wieder weg, Freundchen. Ich habe deine Aufgabe erledigt. But Problem, no Problem. Ja, boring place, bla. Voll nice. Ich weiß gar nicht, hatte ich noch irgendwelche Aktien gehabt hier? Oder habe ich sie letztes Mal schon alle verkauft? Es ist ein bisschen her, da kann man ja wohl fragen. Nein, ich habe alle verkauft. Aber die habe ich nicht verkauft, lustigerweise. Was ich jetzt aber mache. Warte mal, da? Da geht's doch gerade voll runter. Da könnte man noch mal zuschlagen, ne? Obwohl, es geht bestimmt noch weiter runter. Na gut, hier. Hier tut sich gerade nicht viel. Da werden wir zum späteren Zeitpunkt nochmal reinschauen. Joa, ich habe wieder drei neue Quests. Die werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. In der Hoffnung, endlich nochmal ein bisschen Cash reinzukriegen oder vor allem ein paar Puzzleteile zu bekommen, um ein bisschen voranzukommen in dem Spiel. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Castaway Paradise. Auf Wiedersehen.